Guten Morgen, Schlafmütze. Was machst du denn hier? Danke, ich habe ganz gut geschlafen. Kaffee? Daneben nicht. Hallo, ich habe gefragt... Was ich hier mache, ich habe dich schon gehört. Ich habe ja im Gegensatz zu dir auch keine 1,5 Promille mehr im Blut. Hast du einen Filmriss? Okay, fangen wir mit einer ganz leichten Frage an. Wie heißt du? Mann, ey, nicht so laut. Hast dich gestern in München so voll laufen lassen. Ich muss dich nach Hause bringen. Du hättest uns die Treppe nicht mehr hochgeschafft. Hast es ganz schön krachen lassen. Du kannst gar nicht mehr aufhören. Aber sonst ist nichts passiert, oder? Du kannst dich wirklich nicht mehr erinnern? Es sagt nicht. Wir beide haben miteinander... Ist das so schlimm? Das ist nicht wahr. Wir zwei haben nicht... Du. Ich wusste gar nicht, dass du so leidenschaftlich sein kannst. Also, besonders schmeichelhaft finde ich es ja jetzt nicht gerade, dass du dich nicht an unser erstes Mal erinnerst. Aber ich fand's sehr schön. Wir sehen uns später. Trink den Kaffee. Morgen. Ist was? Einmal braucht man dich. Ein einziges Mal. Und wo bist du? Ich hab bei Samir übernachtet. Was ist denn? Ich hab mit Emma geschlafen. Okay. Und wie genau hätte ich dir dabei helfen sollen? Du hättest es verhindern müssen. Wenn du da gewesen wärst, dann wär's gar nicht erst so weit gekommen. Dann hätte Emma nämlich nicht hier pennen können und ich hätte nicht mit ihr... Komm, stopp. Langsam. Versteh nur Bano, was? Ich hab gestern ein bisschen zu viel getrunken. Dann hat sie mich heimgebracht. Dann ist es passiert. Und Emma ist wirklich mit dir ins Bett gegangen. Was soll das denn heißen? Ja, entschuldige, natürlich, du kriegst ja jede. Trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass Emma... Naja, also... Ich dachte, Emma geht nur mit dem Typen in die Kiste, wenn sie verliebt ist. Du meinst, dass sie vielleicht in mich verliebt ist? Naja, auf mich macht sie jedenfalls nicht den Eindruck, als ob sie sich wahllos an irgendeinen Typen ranschmeißt. Und wie bitte komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja, ist das. Entschuldigung. Oh, du, ich war gerade so in dem Cha-Cha-Cha-Schritt drin. Und der ist gar nicht mal so einfach. Der muss beim Tanzkurs nächste Woche nämlich klappen, weißt du? Ja, entschuldige. Bist du gekommen, um mir ein Busserl zu geben? Nee, ich bin einfach so gekommen. Ich wollte mit dir reden. Na komm. Wie soll denn das jetzt weitergehen mit uns? Wie mit uns? Ja, was du jetzt erwartest von mir. Ja, weil wegen gestern Nacht wir... Ich meine, zwischen uns da... Wird sich jetzt irgendwas ändern zwischen uns? Natürlich ändert sich was zwischen uns. Aha. Und was? Ach du, also bei mir daheim ist es so, wenn zwei miteinander schlafen, dann sind sie verlobt. Verlobt? Mhm. Das ist ja wie Mitleide. Na, bravo. Du, ich will dich ja zu nichts zwingen. Aber ich habe mir schon mal Gedanken gemacht über unsere Hochzeit. Hochzeit? Natürlich musst du bei meinem Vater vorsprechen, sonst gibt's einen Riesenzirkus. Und da hast du nichts dagegen, wenn wir bei mir im Dorf heiraten, oder? Ach ey, hoffentlich passe ich da noch in das Brautkleid rein, das meine Mutter mir vererbt hat. Immerhin haben wir ja nicht verhütet. Ist was? Nein. Entschuldige mich. Ich muss mit dir reden. Magst du dich nicht setzen? Ich wollte dir sagen, dass ich zu meiner Verantwortung stehe. Wenn du schwanger sein solltest, lasse ich dich nicht im Stich. Ich bin kein Kerl, der ein Mädel ins Unglück stürzt und dann davonrennt. Ich bin da für dich. Ja, also,
Dann habe ich was Falsches gesagt? Nein, im Gegenteil. Du bist total süß. So viel Verantwortungsbewusstsein habe ich dir gar nicht zugetraut. Ich kann dich beruhigen, Ben. Ich bin nicht schwanger. Nicht? Ja, aber bist du dir da sicher? Ich meine, diese Tests, sind dir denn nach einem Tag schon sicher? Schau mal. Was siehst du hier? Nur Teewurst. Keine sauren Gurken, keine Schokolade. Ja, aber das sind doch nur Klischees. Du Schäfchen, wir haben gar nicht erst miteinander geschlafen. Ich hab dich auf den Arm genommen. Wir haben nicht miteinander geschlafen. Traurig.